Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Deutschland ist meiner Meinung nach und auch der Meinung von, ich glaube, Russland jetzt in den Krieg eingetreten. Wir wollen jetzt Waffen, schwere Waffen an die Ukraine liefern und machen uns damit zur Kriegspartei, weil wir die Ukraine dann aktiv in ihrem Bemühen, den Krieg zu gewinnen, unterstützen. Das sieht unsere Bundesregierung nicht so, aber ich glaube, da müssen nicht immer zwei dazugehören, um einerseits zu sagen, ja doch, ihr seid aber jetzt im Krieg und jetzt müssen wir euch auch so behandeln. Ich befürchte jetzt nicht, dass da jetzt gleich nächste Woche Bomben auf Deutschland fallen oder sowas, das halte ich jetzt für unwahrscheinlich, weil dann würden wir wirklich den dritten Weltkrieg haben und den will keiner, den wollen auch die Russen nicht. Ich hoffe, dass die westlichen Mächte den auch nicht wollen, obwohl sie ja alle Anstalten machen, diesen Krieg zu eskalieren. Ich bin kein Freund vom Krieg, ich möchte auch eigentlich, dass überall Frieden herrscht auf der Welt. Aber jetzt die Waffenlieferungen in die Ukraine mit deutschen Schützenpanzern, was sind das, Marder oder sowas, die sie jetzt beschlossen haben zu liefern, das wird nicht dazu führen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Das halte ich für also völlig utopisch. Es wird nur dazu führen, dass der Krieg verlängert wird, dass noch mehr Menschen sterben müssen und leiden müssen. Und das Ergebnis ist aber einfach so, dass die Russen den Krieg gewinnen werden und ihre Ziele, die sie in der Ukraine verfolgen, welche auch immer das sein mögen, über kurz oder lang erreichen werden. Kurz wäre natürlich besser, weil dann weniger Leute in Mitleidenschaft gezogen werden würden. Ja, und wie kommt es dazu, dass wir jetzt da Kriegspartei sind? Gestern, also Dienstag, hatten sich in Ramstein auf dem Militärstützpunkt über 40 Nationen die Verteidigungsminister getroffen, um zu beratschlagen, was denn jetzt da im Ukraine-Konflikt zu tun wäre. Und da hat sich dann auch Deutschland letztendlich bereit erklärt, also Scholz, sein Zögern wurde jetzt abgestraft und sozusagen er wurde überstimmt oder überzeugt, wie auch immer das passiert sein sollte, dann doch Waffen zu liefern. Die werden jetzt aus den Beständen von den Militärkonzernen werden wohl jetzt in die Ukraine geschickt werden. Deutschland bezahlt das natürlich. Und es ist wohl so, dass dann ukrainische Soldaten nach Deutschland kommen sollen dann das lernen, wie man die Fahrzeuge fährt, weil ich glaube, die ukrainischen Fahrzeuge, die sie da hatten, sind, glaube ich, alles russische Modelle und die deutschen sind halt schon nochmal anders. Die werden da jetzt geschult drin werden. Die werden dann Munition bekommen und alles Mögliche und dann geht es wahrscheinlich ab in die Ukraine. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Putin nicht so toll findet und dann auch sagen wird, naja, oder er hat ja auch schon gesagt, nun ja, das sind dann alles legitime Ziele für uns zum Angreifen. Und der wird mit Sicherheit der wird ja mit Sicherheit das Ganze beobachten und ich glaube, dem seine Geheimdienstinformationen und sowas sind wahrscheinlich schon so gut, dass sie dann sehen werden, wo und wann diese Truppen und das Material den ukrainischen Boden betritt. Ich glaube jetzt nicht, dass er die dann in Polen schon abschießen wird, wenn sie von Deutschland nach Polen oder von Deutschland über Polen in die Ukraine fahren, sondern sobald die dann in der Ukraine sind, werden die halt dann mit Luftschlägen und sowas halt platt gemacht werden. Ich glaube, dass wird der wissen, wo die kommen mit seinen Radarflugzeugen oder Satelliten oder wie auch immer, hat der da glaube ich schon einen ganz guten Überblick, genauso wie die Ukraine dank der westlichen Staaten einen guten Überblick hat, wo die russischen Truppen sich befinden. Und naja, also ich möchte eigentlich keinen Krieg und ich finde es auch eigentlich eine Unverschämtheit, dass wir da jetzt mehr oder weniger Kriegspartei geworden sind. Ich glaube, so gut wie keiner in der Bevölkerung möchte das. Nur die ganz Durchgeknallten, die denken, oh ja, ein Krieg ist was Tolles, die
wissen, glaube ich, gar nicht, was sie sich darunter vorstellen sollen. Ich meine, der Krieg ist jetzt nicht so nur im Fernsehen. Der wird dann, wenn es dann soweit ist, auch zu uns kommen und hier großes Leid verursachen. Und das können die sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil ein Krieg ist nicht nur vom Sofa aus zu führen. Beim Krieg sterben Leute und das ist nicht schön. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Bin ein bisschen beängstigt, dass es jetzt doch schon so weit kommt. Das hätte ich ja eigentlich nie erwartet. Noch haben wir offiziell keinen Krieg. Inoffiziell sind wir jetzt mit der Lieferung von den schweren Angriffswaffen beigetreten. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt auch was Nettes in die Kommentare, wie ihr dazu steht, dass wir jetzt Kriegspartei sind. In diesem Sinne, macht's gut und ciao mit Ö.